Ja, also, was viele nicht wissen, ist, dass ein grosser Teil von meinem Training auch in den Räumen stattfindet. Ich bin jemand, der sehr viel Indoor trainiert. Ich glaube, es ist sehr effizient, im Indoor zu trainieren, weil man keine Zeit verliert. Man kann 30 Minuten oder eine Stunde sehr intensiv trainieren. Und das ist ja, etwas, was ich sehr viel mache. Und dazu kommt natürlich auch, man ist nicht abhängig vom Wetter. Das ist noch ein Vorteil. In der Schweiz ist es nicht immer so schön. Das heisst, wenn ich 3 Stunden oder so muss Velo fahren, bin ich manchmal froh, wenn ich nicht raus muss. Und ja, ich glaube, darum ist es ist immer wichtig, dass man gute Abwechslung hat. Das Flower Power hat ja auch Outdoor-Angebot. Es ist nicht so, dass alles drinnen stattfindet, aber sicher ist es wichtig, eine gute Balance zu finden. Und von dem her habe ich die auch in Kombination eben mit dem Fitnesscenter.